Hallo Menschen, ich begrüße euch zurück zu Duke Nukem Forever und wir machen weiter bei Stapelfahrer Duke. Und hier haben wir. Ja. Und Fraps spinnt gleich schon wieder rum. Das ist echt der Hammer. Ich bin ja immer noch klein. Verdammt, ich muss groß werden. Ah, wenn man von Großreden spricht. Und groß werden. Sehr schön. Mich würde gern interessieren, kann ich? Nein, kann ich nicht. Kann ich? Nein, kann ich nicht. So. Oh, Fraps, mach jetzt bitte. Was ist das denn? Okay. Das ist die Elektronik am Arsch. Ah. So gefällt mir das. Und mir gefällt das auch. So. Ja. Rippermoni. Und wo haben wir hier? Gibt's irgendwo? Oh yeah. So gefällt mir das. Gut. Jetzt kann ich also hier raus. Also ein Ego haben wir schon mal gefunden. Fehlt nur noch das zweite. So, na los. Die N-Controls. Würde mich nicht wundern, wenn das Duke Nukem Controls heißen würde. So, was haben wir hier? Extreme Care. Aha. Ach, ich muss da hoch. Okay. So. Erstmal hier Lautstärke ein bisschen leiser machen. Dann brülle ich auch nicht so ins Mikrofon, so wie die letzten paar Male. So, wo gibt es hier noch? Puh. Aha. Also muss ich hier jetzt vorsichtig durch. Ah. So, ich bin gespannt, wo es Checkpoint. So. Ich bin gespannt, wo es das nächste Ego-Objekt gibt. Und was es sein wird. Okay, da kann ich nicht durch. Dann muss ich halt so. Och nö. Au. Oh. Octobrains, das hat mir gerade noch gefehlt, ganz ehrlich. Und wieder ab unter Wasser. Ich bin mal gespannt, ob es hier sonst noch irgendetwas gibt. Und wieder unter Wasser. Aber hier gibt es ja anscheinend gar nichts.
Warte mal. Ach du Schande. Sag bloß, ich kann irgendwo da rein. Nee. Nee. Hier ist die Leiter. Oh, Luft. Ah, der Duke. Oh, Duke, du kannst nicht mal wirklich lang die Luft anhalten. Das ist ja echt hart. So. Okay, ich kann hier schon mal nirgends rein. Wieder abtauchen. Und hier auch nicht. Und wie sieht's dort aus? Abtauchen. Nein, nein. Nö. Nein. 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 Auch nicht. Oh oh. Nein. So. Sieht alles schlecht aus hier. Okay, dann wieder zurück. Nee, umsonst gibt's hier gar nichts. Raus aus dem Wasser und dann nach da hinten. Boah, wenn ich bedenke, dass wir vorhin dort oben waren. So. Nehme ich mal mit. Ups. Kaputt, kaputt, kaputt und kaputt. So. Checkpoint wurde gesichert. Oh je. Ach, halte mal, hier war ich, okay. Mhm. Was? Ja, ganz toll. Nein, 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 nein. Ja, ganz toll. Ich glaube, ich brauche doch alle Ego-Boosts, wenn es so weitergeht. Wenn deinen Boss nicht fertig machst, geht er dir an den Kraken. Ist ja schon klar. Und zum Fortfahren Leertaste drücken. So. Was haben wir hier? Railgun. Ja, warum denn nicht? Nächster. Ey. Jawohl. Es regnet Blut, Baby. Och nö. Du musst mal gestrichen werden. Und zwar Hirnfarbe. Au. Was? Zurück nach Japan, au. Oh, na toll. Ja, ganz toll. Kriegt man ja von überall eine Runde zentriert. Ja, ja, damit sie dich nicht packen können. Ja, schon klar. So, nochmal. Diesmal mache ich es anders. Zack. Der down. Der down. Shit. Und der down. Au.
kaputt machen, kaputt machen. Au. Jawohl. Shit. Was? Ach ja, ganz toll. Die muss mal gestrichen werden. Und zwar Hirnfall. So, hier gehe ich mal besser in Deckung. Na toll, zurück, zurück. Och, Mann. Das sind mir viel zu viele Octabrains und ich habe kein Bier mehr. So, nochmal. Zack. 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 So. Jawohl, einer ist down. Der zweite ist down. Hier muss mal gestrichen werden. Drei. Boah, wie viele Octabranks kommen hier noch? Ich habe keine Muni mehr, toll. So. Jawohl. Geschafft. Was? Oha. Abkühlen lassen, abkühlen lassen, abkühlen lassen. Okta-König? Ich glaube, das ist der zweite Eco-Boost. Au. Komm schon, abkühlen lassen, abkühlen lassen, abkühlen lassen. Hier bin ich noch nicht fertig, Octopussy. Ja, ganz toll. Ich dachte, ich hätte ihn. Geh ein Stück zurück, Duke. Ich mach das Tor auf. Oh mein Gott, es hat mich gepackt! Es hat mich gepackt! Ja, schöne Scheiße. Vor allem, der ist durch die Wand gedonnert. Aber wo? Ich sehe da gar nichts. So, dann machen wir mal. Ups. Stapelfahrer Duke, Teil 2. Blaue Fässer sind schwerer als normale Fässer, ist ja klar. Und weiter geht's. Ich mache hier lediglich mal alles kaputt. Huch. Okay, wir können jetzt eigentlich Gabelstapler fahren. Aber ich will erstmal hier so rumgucken, was es hier so gibt. Gefrierstrahl! Nehme ich doch glatt mal mit.